Ja, hier ist Uwe Boll und ich hatte ja gesagt, im Urlaub lese ich immer viel, ist auch nicht verkehrt. Und zum ersten Abschnitt, es gab in der Welt am Freitag, den 5. Januar, einen super Artikel. Und zwar von Magnus Klaue, die Liquidierung der Normalität. Unter dem Diktat der Zeitenwende will der Politiker nichts lassen, wie es ist. Dahinter verbirgt sich eine Rhetorik der Nötigung, die sich schon in der Corona-Pandemie zeigte. Und dazu passt ja auch gerade Habecks Worte nach dem Motto: Wer gegen uns ist, muss verboten werden. Da muss der Rechtsstaat einschreiten. Aber wer für uns ist, kann machen, was er will. So, und aus diesem doch großen Artikel, die ganze Seite, will ich einen Teil vorlesen, auch wenn es jetzt ein bisschen intellektuell tiefer wird, psychologisch und philosophisch tiefer, denke ich, trifft dieser Artikel den Kern. Danach kommen dann noch einige andere Sachen, also bitte nicht abschalten. Einfach weitergucken. Übrigens mein Ding mal abonnieren, damit ich mal über 1000 Abonnenten komme, das ist dann, sieht schon besser aus, kann man sagen. So. So entwarf der frühere FAZ-Redakteur Carsten Germiss im Sommerheft der Quartalszeitschrift Tumult ein Porträt von Robert Habeck, den er in Anlehnung an den Politikwissenschaftler Erik Wöckelin als wortgewaltigen Gnostiker charakterisierte. Der moderne Gnostiker als spezifische Erscheinungsform des politischen Theologen zeichnet sich laut Wöckelin dadurch aus, dass für sein politisches Handeln die Nichtanerkennung der Realität eine Sache des Prinzips ist. Genau das ist es ja auch. Oh, jetzt ruft mich einer an. Moment, bleiben Sie einfach live dran, so machen wir es immer. Jawohl. Ja. Ja, und? Wie sieht's aus? Gut. Ja, wollte ich auch sagen, es bringt ja nichts. Genau. Alles klar. Also, alles bleibt beim Alten. Wunderbar. Also, ja, bis später. Tschö. Tschö. So ist es nur bei mir. Da sind sie live dabei an direkten Verabredungen. Ein Kumpel kommt heute Abend hier vorbei und übernachtet hier. So. Also, das ist der wichtige Satz dabei. Ja? Und dass er für sein politisches Handeln die Nichtanerkennung der Realität eine Sache des Prinzips ist. So ist die ganze Ampel. Ignoriert vollkommen alles. Er wähnt sich in einer apokalyptischen Gegenwart, in der ein rückständiges Volk von der geschichtlichen Avantgarde der Philosophen zur Reife geführt werden soll. Die empirische Wirklichkeit, der Alltag der Menschen, die Bedingungen, unter denen sie leben, ebenso wie ihre individuellen Bedürfnisse, kommen für den Gnostiker lediglich als Verwirklichungsmaterial einer zweiten Realität in Betracht. So denkt man das ja jeden Tag, wenn die da reden, bei den Weihnachtsansprachen der Scholz und so weiter. Das ist einfach unfassbar. In seiner Ende der 60er Jahre entstandenen Schrift The Eclipse of Reality hat Voegelin den missionarischen politischen Aktivismus, den der moderne Gnostiker an den Tag legt, als losgelassenen Voluntarismus beschrieben, als restlose Unterwerfung der lebendigen, endlichen und unvollkommenen Realität unter den Primat einer Weltinnenpolitik, die die Lebensverhältnisse der Menschen nicht menschengerecht gestalten, sondern durch ein metapolitisches Ideal zerstören und ersetzen will. Das hat man den Eindruck, wenn man begeistert 300.000 Migranten ins Land lassen, die lässt jedes Jahr, die hier nur Geld kosten, dann ist es natürlich unglaublich. Doch anders als Vögel nahelegt, ist der moderne Gnostiker, den Germiss im grünen Philosophen Vizekanzler wiedererkennt, nicht nur ein haltloser Idealist, der die Gesellschaft als Spielzeug seiner Wunschfantasien instrumentalisiert. Vielmehr ist er auch ein haltloser Pragmatiker und hemmungsloser Herumwurstler, der nichts lassen kann, wie es ist, nichts für erhaltenswert befindet, dem keine Privatsphäre, kein Eigentum mehr heilig ist. Deshalb sind die Maximen seines politischen Handelns weder die Reform noch die Revolution, sondern die Disruption und die Sabotage, die mutwillige Zerstörung des Überlieferten und Erhofften, die mutwillige Zerstörung genau unseres erarbeiteten Wohlstands und unserer Sicherheit im Staat, unseres Schulsystems, unserer medizinischen Versorgung. All das wird in Wirklichkeit zerstört durch die Ampelregierung, indem wir weniger Steuereinnahmen haben, weniger Industrie haben, höhere Energiekosten und immer mehr Migranten gleichzeitig reinlassen und immer mehr Geld in die Welt rauspulvern und nichts dafür zurückbekommen.
Reinhard Kurselig lassen sich die Folgen solcher Politik als Zerstörung des alltäglichen Erfahrungshintergrunds der Bürger bei gleichzeitiger Abschließung des Erwartungshorizonts beschreiben. Disruption bedeutet, dass alles, womit die Menschen gestern noch rechnen konnten, morgen schon annulliert sein kann. Sieht Corona. Und Tradition, Erfahrung und gesunder Menschenverstand nichts mehr gelten. Während in der Zukunft nur mit Verderbnis oder Erlösung, aber nicht mit einer Verbesserung der Lebensverhältnisse zu rechnen ist. Darum ist die Politik der Zeitenwende eine Politik der Lebenslaufzerstörung, der Aufkündigung jeglicher nachvollziehbaren Vermittlung zwischen Gewesenen und Künftigem, Erfahrung und Hoffnung. Sie zielt auf Herstellung einer Welt, in der jederzeit alles, nur nichts Besseres für den Einzelnen zu erwarten ist und der alles, was ein Menschenleben im Guten wie im Schlechten ausmacht, umgehend und grundlos kassiert werden kann, auf die Liquidation von Normalität. Wer aber glaubt, dass es noch etwas zu retten und zu verwirklichen gibt, und dass das Leben sich nicht im ständigen Reagieren auf immer neue Zumutungen erschöpft, ist raus aus dem Spiel. Genauso wird agiert. Dieser Artikel, den kann ich nur jedem ans Herz legen, weil er absolut das auf den Punkt bringt, jetzt auch bei den Bayern, die reden über die Bauerndemos nach dem Motto, es geht ja nicht, dass da auch andere mit demonstrieren. Die Bauern sollen schön geordnet mit den Traktoren fahren und am selben Tag beschließen wir trotzdem Subventionen zu streichen, weil sonst insgesamt gehen uns die Bauern komplett am Arsch vorbei. Das war die Message der Regierung. Ja, es ist unglaublich. So, dann nächstes Thema, überall drin hier. Beschäftigung erreicht neues Rekordhoch. Allerdings, der Erfolg hat eine Kehrseite, weil es ja gar kein Erfolg ist. Aufwuchs an der falschen Stelle. Ja, es wird nur aufgestockt bei staatlichen Stellen. Das heißt, wir, die Steuerzahler, zahlen noch mehr Leute in Berlin, noch mehr Bundeskanzleramt, 700 Millionen, noch mehr Staatssekretäre, noch mehr Diätenerhöhungen, noch mehr Leute, die für die Regierung arbeiten. Zum Beispiel hier die Bundesagentur für Arbeit mit ihren 113.000 Mitarbeitern ist ein weiteres Beispiel, wozu immer neues Regelwerk führt, zu Ineffizienz. In Deutschland, größter Behörde, arbeiten heute 20% mehr Beschäftigte als noch 2005. Ja, die Zahl der Arbeitslosen hat sich seitdem aber beinahe halbiert. Trotzdem arbeiten viel mehr Leute jetzt da. Ja? So, im Vorstand herrscht Galgenhumor. Man sei die Bundesagentur für alles geworden. So, so sieht es aus. Es ist also ein einziger Witz, wie dieser Staat aufgebläht wird, wie immer mehr Geld dem Steuerzahler aus dem Kreuz geleiert wird, damit die ihre Diäten und Alterspensionen schön weiter durchfüttern können, sagt ein öffentlich-rechtlicher Rundfunk, Beispiel, ja, und dann hat man hier eben zum Beispiel hier wieder den Deutschlands Selbstüberschätzung bei allem weltweit, wir fahren durch die Gegend. Wie kann man überhaupt diskutieren, wenn man jetzt überlegt, Baerbock sagt, ich bin gegen Jets von Saudi-Arabien nach Israel, was geht die das an? Wo mischt sich die deutsche Politik die ganze Zeit ein? Warum? Was haben wir damit zu tun? Wenn die Israelis Jets kaufen von Saudi-Arabien oder sonst irgendwas, oder wir verkaufen Jets nach Saudi-Arabien und können damit Geld verdienen, ja? So, es ist, die ist überall unterwegs und haut überall ihren Senf raus in anderen Ländern, wie die sich untereinander zu verhalten haben. Sie ermahnt die Israelis, aber da jetzt im Westjordanland, da könnte dies und jenes nicht, da muss der Rechtsstaat greifen. Gaza, hier geht der Rechtsstaat, es geht natürlich nicht, wie auch immer. Das ist alles sinnlose Zeitverschwendung und vor allen Dingen dann natürlich auch, weil es immer damit verbunden ist, dass wir Geld überall reinhauen, sinnlose Geldverschwendung. So sieht's aus. Ja? Jetzt gehen wir mal hier weiter. Russland gewinnt den globalen Wettlauf um das weiße Gold. Bolivien verfügt über die weltweit größten Lithiumvorkommen. Der Rohstoff ist unverzichtbar für die Energiewende in Deutschland. Doch jetzt griff Moskau zu. Die haben den Deal gemacht. Wir kriegen einen Scheiß und werden natürlich dann wieder weltweit bedeutend teurer einkaufen und dann wahrscheinlich von Russland das Lithium über dritte Länder kaufen, weil wir natürlich komplett bescheuert sind und von Anfang bis Ende alles verkehrt machen. Und die deutsche Politik ist so gepolt, alles, was mehr Geld kostet, ist ihnen scheißegal, weil sie kriegen ihr Geld und ihre Altersversicherung. Sobald sie mal durch sind, sind sie durch. Und alles andere interessiert die überhaupt nicht. So, hier nochmal kurz zur Ampel auch. So sieht das neue Deutschland-Tempo aus. Und alles verschiedene Tage, die Zeitung. Ne? Also ich meine, die Presse sagt es ja eigentlich. Also die Established-Presse, FAZ, die Welt und so weiter. Egal, was man liest,
pausenlose Kritik an der Ampel. Pausenlos ist es einfach alles ein einziger Witz. Hier dann zu diesen Stellen nochmal hier. Derweil hat die Ampel in Berlin 7000 Stellen mehr geschaffen als abgebaut. Sie reiht sich damit in die Tradition der Vorgängerregierung ein. Die Zahl der Beamten stieg allein in den Bundesministerien in den vergangenen 10 Jahren um 60%. Von 17.000 auf 27.000. Jetzt will Familienministerin Lisa Paus eine weitere Riesenbehörde mit 5.300 neuen Vollzeitstellen schaffen, um ihre schlecht auf andere Sozialleistungen abgestimmten Kindergrundsicherung umzusetzen. Den Bürokratie-Burnout, vor allem vor dem die Ampel erst im Sommer auf Schloss Meisenberg gewarnt hat, führt sie selbst herbei. So wird das nichts mit dem Bundeskanzler-Wumms und dieser ganzen Scheiße. Und wenn man das liest, muss man einfach nur ganz brutal feststellen, wir werden komplett verarscht. Weil so doof kann diese Bundesregierung ja gar nicht sein, dass sie all das nicht lesen, wissen. Also die Statistik, wir reden hier von absoluten Statistiken, die glasklar alles zurückführen auf ein Totalversagen dieser Ampel. Diese Ampel hält nichts von den Versprechungen, die sie vorher gemacht haben und versagt in der aktuellen Tagespolitik und kostet am Schluss jeden Beteiligten Kopf und Kragen. Ja, dazu passt dann natürlich auch wieder, wenn der Habeck sagt, ja, die Linken, was weiß ich, die Klimakleber, die wollen hier setzen sich für die Klima ein und so weiter. Ne? Da verpasst du dann das hier. Letzte Generation ist jetzt eine Marke. Wir haben eine Marke eingetragen. T-Shirts, Bierhunden kann man alles kaufen. Und dazu passt dann die Unterschrift direkt darunter auch, von wegen schnelle Strafen. Ja? Blitzprozesse sollen die Verurteilung von Klimaklebern beschleunigen. Eigens dafür in Berlin eingerichtete Abteilungen bei Gericht wurden allerdings jetzt ersatzlos aufgelöst. Also das Thema ist auch schon wieder vom Tisch, wo gesagt wird, jetzt wird aber mit dem Hammer reingehauen. Hier wird ganz brutal die Klimakleber werden komplett ausgesondert und fertig gemacht. Werden sie aber nicht. So, und es ist wirklich so, wenn man dann jeden Tag sich dieses Gelaber anhört und denkt irgendwie, was macht ihr denn da? Also, es gibt immer zwei Möglichkeiten. Man ist saudoof oder man ist ein Verbrecher, total korrupt, wie auch immer, hat ganz andere Absichten, negative Absichten und tut nur so, als ob. Und ich tendiere immer mehr zum Zweiten, obwohl ich immer davon ausgegangen bin, es geht doch um den, also den, sagen wir mal, ich dachte immer, die sind doof, die sind verblendet und doof, aber sie sind auch, wie man jetzt auch sieht, in diesen ganzen Bemühungen, die sie da machen, alle zu kriminalisieren, die anderer Meinung sind, sie sind sehr gefährlich, diese Ampel ist tatsächlich sehr gefährlich für die Demokratie und versucht, diese Demokratie zu unterlaufen. Und das muss natürlich mit allen Maßnahmen vor allen Dingen mit Wahlen, da muss dann dementsprechend gehandelt werden. Wenn hier die Situation so weiterläuft wie bisher, werden wir leider komplett vor die Wand fahren. So, und das muss man ganz knallhart so sehen, wie es ist. Und aus diesem Grunde muss auch dementsprechend politisch dementsprechend gehandelt werden. Also es ist nahezu absurd, wie man darüber überhaupt noch zwei Meinungen haben kann. Also die Presse jedenfalls bundesweit, wenn man die Presse liest, ganz normal, müssten die eigentlich alle sagen, müssen alle AfD wählen, und weil sonst wird sich nichts ändern. So sieht es ganz konkret aus. Also die CDU und so, die versucht sich dazu rumzulavieren und so weiter. Dann hat man noch die Freien Bürger, dann hat man noch die Maaßenpartei und Wagenknecht-Partei. Es kommen jetzt also einige Player dazu. Die Frage ist, werden die in der Lage sein, miteinander zu koalieren? Werden die überhaupt in irgendeiner Art und Weise zusammenarbeiten wollen oder werden die überhaupt über 5% kommen? Faktenlage ist aber, dass wenn es so weiterläuft, wird also FDP komplett weg sein. Die wird nicht mehr über 5% kommen. Die SPD, sagen wir mal, rechne ich so 12-14% und die Grünen auch bei der nächsten Wahl. Das heißt, die anderen Parteien müssen in irgendeiner Art und Weise zusammenarbeiten, eine Mehrheit finden, aber dann eben auch ganz konkret Dinge umsetzen. Es geht hier um die Existenz Europas, Deutschlands und auch um unseren Lebensstandard, der hart erarbeitet worden ist. So sieht's aus. Und an dieser Stelle, liebe Ricarda Lang, wollte ich dir noch anbieten in meinem Film Blubberella, ich mache ein Remake in Deutschland, dir die Hauptrolle für Blubberella anzubieten. Das ist eine Superhero-Frau, die sich wirklich durchsetzt in diesem Superhero-Bereich. Und ich dachte, jetzt, wo deine politische Karriere dann nach der Bundestagswahl beendet ist, hast du hier eine echte Chance,
trotz Sprachfehler zu performen. Ne? Und diese Chance, also bitte sich bei mir melden mit Castingunterlagen und so weiter. Und also Größe, Gewicht etc. etc. Fotos. Und dann werde ich mir die Sache näher anschauen und wir können sicherlich ins Geschäft kommen. Auf Wiedersehen.